Oh krass, ich wusste gar nicht, dass du so viel Kohle dafür kriegst, wenn du die Items verkaufst. Okay, also Geldprobleme sind ab sofort passé, weil du kriegst einen Arsch voll Geld, wenn du Items verkaufst. Ich habe die ja nur mal verschrottet die ganze Zeit für die Items, was der deutlich bessere Weg ist. Aber gerade von Anfang kannst du einfach die Sachen verkaufen, also Geld spielt gar keine Rolle in diesem Spiel. I must wait. I'm not ready yet. Ah ja, der hat Gift hier, ja, sehr gut. Warte mal. Auszeit. Oh, ist das ätzend, wenn hier... Aber er ist eh tot. Wegen Bleed. Sehr gut. I'm out of potions. Okay, also das ist ganz schön ätzend hier, muss ich sagen. I have no potions. Fuck me, ey. Huh. Ready yet. I must wait. Not ready yet. I must wait. Ja, danke fürs Festketten. Oh, ist das ätzend. Ja, der ist schon tot. Also irgendwie ist das mega ätzend. Geh weg.
must wait. Das Fiese ist, dass das halt wirklich 4v1 ist dann ab einem gewissen Punkt. Ich meine, hier, wenn ich hinter ihm bleibe, geht's eigentlich. Ich muss nur hinter ihm bleiben. I must wait. I'm not ready yet. I must wait. Fuck, ey. Wenn ich irgendwo helfen kann, sag Bescheid. Was, gell? Sag was, gell? Ja, yeah. Kann man den allein... Also, bestimmt kann man den alleine besiegen. Aber das ist echt ätzend. I'm not ready yet. Das ist echt ein bisschen unfair auch. Ich glaube, ich muss auch diese komischen Dinge in Ruhe lassen, die Viecher von ihm, die Summons. I must wait. Vor allem dieses Gift regt mich auf, weil es so unfassbar viel Damage macht. I'm not ready so, der ist tot. Ich dachte, ich krieg den Tod für Potions wieder. Also das ist irgendwie, finde ich, mega nervig in Diablo 4, dass die Gebiete mit deinem Hero mitskalieren. Das ist, irgendwie ist das nervig. I'm not ready yet. I'm not ready yet.
ready yet. No potions. Alter, fuck off, ey. Yeah. Nee, ich mach das nicht. Keine Chance. Also, da braucht man noch deutlich mehr. Da brauchen wir deutlich besseres Equipment dafür. No chance, dass wir das schaffen. Okay, dann lassen wir das in Ruhe. Dann machen wir die Quest. Ach so. Warte mal. Ich glaube, es ist cleverer, wenn wir... Ich glaube, es geht schneller, wenn ich von dem Gebiet aus zu der Quest laufe. Das machen wir irgendwann anders. Also das ist echt ein bisschen nervig, dass die Gebiete mitskalieren. Dass du, selbst wenn du ein Anfangsgebiet hast und du, keine Ahnung, spielst das Spiel wahrscheinlich durch, bist Level 8 Trilliarden, dann skaliert das Gebiet halt einfach endlos mit und das ist irgendwie nervig. Weil du halt nie an diesen Punkt kommst am Ende, wo du sagen kannst, so, du fühlst dich halt wie ein mega krasser Gott, weil du einfach überall durchrushst, sondern... Ja, du hast halt ein Gebiet wie das hier, wo du plötzlich so... Was, du bist Level 8 Trilliarden? Die Gegner sind Level 9 Trilliarden. Denkst du halt so... Hä? Was? Ha. What the fuck? Das tut weh. Das tat sehr weh. Aber es schafft man nicht mehr, keine Chance. Vor allem, ich muss ja warten, bis die zu mir kommen. Ach, das ist doch ätzend. I must wait. Gib mir ganz wichtig ein Gebiet mit ganz vielen Distanzkämpfern, die allen Abstand von mir halten, dass ich ja das Siegel hier nicht machen kann. I must wait.
Ja, aber das zählt halt nicht dazu, wenn ich die halt nicht töte, wenn die auf dem Dingens drauf sind. Das ist halt irgendwie ätzend. I must wait. Das ist leicht ätzend. Naja. Ha, was ist hier? Let us move quickly before we draw unwanted attention. Ich träume kein Stück. Faded Black. Ha, so, was haben wir hier? Most of the inscription has been lost to time. A few barely legible words read. Gratitude. Okay, Moment. Thank you. Gold rains after your next kill. Okay. Nice. Here in my study, I have been permitted to research the occult. If we displace the demon bound to the axe, perhaps we can then see it destroyed. Take the woodsman's axe from the table. Was? Ach, da, hab ich kaum gesehen. Place the axe in the holy water. There's no telling what the demon will do once we begin. Heavenly Father Inarius, let us drive out the demon in our midst. Grant us your favor, so that we may send the fiend back to the pits of hell. Please, Father of Fathers, grace us with your holy light. Der Woodsman. Thundering the weapon. Well, the woodsman. We did it. The axe is no more. I know not what has become of the souls of its victims. We can but pray they have found the light. Huh. The Woodsman, complete the Woodsman of Nevesk questline. Okay. Ja, würde ich sagen. Auf zur Main questline. Ach ja, kommt danke übrigens für das Angebot, aber ich würde gern versuchen, die Sachen selber fertig zu machen. Zumindest im ersten Story-Dingens. Das brauche ich für mein Ego. Ah. So. Ich hoffe jetzt, dass wir jetzt bald mal diese Questline abschließen mit dem Pferd. Ich würde gern endlich mal reiten können hier. Damit es hier mal schneller geht. Es gibt auch in jedem Spiel Insektensperren, oder? I must wait. So.
must wait. Da, so wie der. Ich will da einfach durchreiten. So, fusch und weg. Wenn es kein Story-Dungeon ist, ist doch Bums egal. Nein, das ist für mein Ego. I must wait. Aber Kups, du hast auch deine Hilfe angeboten. Ja, Moment, das ist ein Unterschied. Ich kann Hilfe anbieten. Hilfe anbieten ist nicht das gleiche wie Hilfe annehmen. Das ist einfach komisches Dingens. Ich dachte eigentlich, ich kann den auf die Schnelle durchmachen. Das ist ein Game. Das ist hartes Business. Gute FKs. I'm not ready yet. Gibt bestimmt jemand, der kehrt. Nee, alles gut. Ich mach jetzt mal die Hauptquest weiter. Wir machen den Dungeon auf jeden Fall. Also den können wir später auch irgendwann zusammen machen. Oder was heißt später? Irgendwann anders. Was heißt Dungeon? Das ist ja mir eine Festung, keine Ahnung. Ich dachte, ich kann den nur eigentlich fix schnell fertig machen. Das war so eigentlich so das klassische Dingens. Ich muss eh dahin. I'm out of potions. Oh. Wir machen das halt schnell. Boy, lag ich falsch. Wo laufe ich eigentlich hier hin? Ich mag diese Ultimate irgendwie. Ich dachte immer, die Ancients wären krass, aber die Ult ist ja noch krasser. Zusammen wär's bestimmt schnell gegangen. Ja, aber bist du jetzt denn da gewesen, wärst Koppel und dann bereit gewesen wärst und bis wir die richtige Instanz gefunden hätten. Außerdem weiß ich nicht mal, wie das funktioniert mit dem Multiplayer, wenn ich ehrlich bin. I'm not ready yet. Ich weiß ja nicht, gibt es hier sowas wie Partys? Also ich habe irgendwas gelesen mit Partys oder so, aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal testen dann. I must wait. Man kann Leute zu einer Party inviten. Ah. Hier schon Diablo 3. Ja, aber wie es in Diablo 4 geht, weiß ich nicht. Weißt du, was sie da geändert haben oder wie das dann funktioniert? Wo muss ich eigentlich hin? Wieso muss ich eigentlich diese ganze Grütze hier zu Fuß laufen? I must wait. Ich mag diese Attacke. Hier auch? Nee. Oh, wo muss nicht hier lang? Es kann doch nicht sein, dass mich keine Quest irgendwie jetzt dann dahin schickt und mir sagt, ich muss Zwischenetappen. Es kann nicht sein, dass ich jetzt das Gebiet hier finden muss. Ernsthaft? Ich dachte eigentlich, spätestens da kriege ich irgendwann mal dann diese Dingens, dieses, dass ich mir mein Pferd reiten kann. Was ist das hier? Defiled Ground, okay.
ready yet. Das Mount kriegst du ziemlich am Ende von Akt 3. What the fuck? I'm not ready yet. Wieso gibt's das erst so spät? Wieso werde ich gequält als Spieler durch diese ganze Map zu Fuß zu laufen die ganze Zeit? Das ist ein bisschen ätzend. I'm not ready yet. I have no potions. Glück gehabt. Also ich habe echt manchmal das Gefühl, dass er das nur gemacht hat, um das Spiel künstlich in die Länge zu ziehen. Das ist manchmal echt mein Grund, warum ich glaube, dass sie dich zu Fuß durch die halbe Welt schicken, während es mit dem Pferd wahrscheinlich viermal so schnell geht, auch mit den Wegpunkten. I must wait. I don't have any potions. Also ja, das ist wohl unnötigste Map in die zwei hast du gar keinen Bound gehabt und auch sehr große Maps. Aber da hattest du Wegpunkte zwischendrin. Da hattest du bei allen Gebieten einen Wegpunkt drin und konntest von dem Wegpunkt aus laufen. Hier hast du keine Wegpunkte, weil hier hast du nur irgendwelche komischen Camps zwischendrin. Also es war schon in Diablo 2 war es deutlich an, wie auch die Dungeons und so weiter. Du musstest halt nicht zu einem Dungeon nochmal hinlaufen und runter, sondern du hattest halt einfach Wegpunkte zwischendrin. My uncle always tried to convince me that this place was named after him. He loved this town almost as much as he loved making up stories. In der jedem Dungeon hattest du einen Wegpunkt, aber in den wichtigsten hattest du einen. Außerdem war das Quest-Dingens anders, weil du nicht 20.000 Mal wohin musstest, wo du keinen Wegpunkt hattest. Also es war in Diablo 2 nicht so schlimm wie hier. Weil hier ist es schon ein bisschen arg spielerdrangsalierend, finde ich. Okay. Damn bandits. Steal my coin, my farm. Even recruited my own brother. Das ist doof. So. Why not? Okay. Ah, a warrior. My forge awaits your return. Okay. Also ich muss noch ein paar Sachen verkaufen. Did you take that load of grain to the mill, boy? The mill is broken again, sir. Well, they better get it fixed. I have a shipment headed south in the morning.